Hallo, ich bin der Reichel Thomas, bin der Neuzugang mit der Nummer 27 bei den Eispiraten Grimmitschau und ich beantworte euch heute ein paar Fragen. Erste Frage, meine Leidenschaft neben dem Eishockey ist, ich habe jetzt das Mountainbiken für mich entdeckt ein bisschen, werden mir nächstes Jahr auch ein Gravelbike holen, das ist in meiner Heimat ziemlich einfach und ja, deswegen werde ich das weiter verfolgen wahrscheinlich. Dann Nummer zwei, wenn ich mit einem Mitspieler, einem Spieler meiner Wahl spielen könnte, wäre das ja wahrscheinlich mein Bruder. Ja, ich hatte schon mal die Ehre, mit ihm einen Wechsel zu haben in Köln damals. Das war persönlich eigentlich das beste Gefühl für mich und für ihn auch, glaube ich, oder eins der besten Gefühle von ihm. Und das würde ich immer wieder wiederholen. Dann die Nummer drei, mein lustigster Mitspieler ist, schwierig, wir haben viele lustige Spieler, würde ich sagen, aber ich glaube, ja, Walshy ist schon ziemlich weit oben, muss ich sagen. Frühaufsteher oder Morgenmuffel, das ist bei mir schwierig, es kommt drauf an, also an freien Tagen mag ich schon auch mal auszuschlafen, aber wenn wir wirklich Trainingstage haben, habe ich auch nichts dagegen, mal ein bisschen früher aufzustehen. Also ich bin so ein bisschen dazwischen. Diesen Job hätte ich, wenn ich kein Eishockeyspieler geworden wäre. Das ist eine sehr schwierige Frage, das habe ich mich auch schon gefragt die ganze Zeit. Da habe ich keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich meine, ich bin noch 24, ich habe hoffentlich noch eine längere Karriere vor mir. Und deswegen denke ich, dass ich bis dahin noch ein bisschen Zeit habe. Dann mein Top-Reiseziel. Ja, das ist auch schwierig. Ich war jetzt diesen Sommer in Chicago mit meiner Freundin. Das war top, das hat richtig Spaß gemacht da. Eine unglaublich schöne Stadt. Das war das erste Mal in Amerika oder in Nordamerika, sagen wir es mal so. Das würde ich gerne nochmal machen, muss ich sagen. Das hat Spaß gemacht. Dieser Song darf in meiner Pre-Game-Playlist nicht fehlen. Das ist mir eigentlich relativ egal. Ich bin da nicht so, dass ich dann eine Playlist habe, die ich immer wieder hören will. Immer was Neues ist eigentlich gut, außer Deutschrap, das ist für mich eine absolute Katastrophe. Also mit Deutschrap kann ich überhaupt gar nichts anfangen. Dann der Lieblingsspieler meiner Kindheit war Steven Stamkos eigentlich immer. Natürlich auch, muss ich meinen Vater natürlich auch nennen, aber hauptsächlich aus der NHL war es immer Steven Stamkos. Dann Frage Nummer 10, so war es in einer Eishockey-Familie aufzuwachsen. Ja, es war schön. Ich hatte nur Vorteile daraus. Habe mich viel mit meinen Eltern oder mit meinem Vater hauptsächlich und mit meinem Bruder über Eishockey unterhalten. Konnte dadurch viel lernen, machen wir immer noch. Also ich würde gar nicht anders aufwachsen wollen. Dann dieses Spiel ist mir am meisten in Erinnerung geblieben. Ja, wie ich schon vorher gesagt habe, das Spiel mit meinem Bruder, würde ich sagen. Das ist wahrscheinlich das Spiel, das werde ich niemals vergessen. Dann, ich trage die Nummer 27, weil, das muss ich hier erstmal klarstellen, weil man immer denkt, dass vielleicht mein Bruder die als erstes hatte. Ich hatte die als erstes. Ich hatte früher immer die 22 wegen meinem Vater. Dann die 23. Weil die 22 vergeben war und jetzt dann in Wolfsburg hat sich dazu entwickelt, auch ein bisschen durch meine Freundin, muss ich sagen. Wir haben dann so überlegt zusammen, was für eine Nummer wäre denn cool und 27, finde ich, sieht super aus dem Trikot. Ist auch eine der Lieblingsnummern meiner Freundin, muss ich dazu sagen. Und jetzt hat sich so ein bisschen als neue Nummer in unserer Familie auch etabliert. Ich bin froh, dass ich das reintragen durfte in die Familie. Den schlechtesten und den besten Musikgeschmack im Team haben. Also unser DJ, wir nennen immer Kanye East, der Tamash Kanya, der macht einen guten Job, muss ich sagen. Der hat alles drin. Den schlechtesten Musikgeschmack konnte ich noch nicht so wirklich rausfinden. Also wir hören eigentlich alles in der Kabine von Rap über Techno, aber sobald halt da Deutschrap läuft, dann bin ich raus. Also für mich persönlich ist das dann nichts mehr. Darin bin ich richtig schlecht.
Ich versuche überall gut zu sein. Ich habe mir ein bisschen das Kochen beigebracht, aber worin ich richtig schlecht bin, ist eigentlich das Aufräumen. Ich muss es manchmal machen, aber ich glaube, so wie jeder, man kennt es, vor allem jetzt, wenn ich alleine wohne zurzeit, ist es wirklich so, ich koche und dann lasse ich alles stehen und liegen und ja, dann warte ich halt so lange, wie ich kann, bis es dann so aussieht, dass ich aufräumen muss. Ja, und das waren die letzte Frage, glaube ich. Dann tschüss und ciao aus Krivitschau.